Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Spiritualität im stressigen Alltag einbinden ist das heutige Thema. Und ich habe wie immer einen Gast mit dabei und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ja, der Gast bzw. der Avatar wird gleich zu uns sprechen. Aber vorher wollte ich ganz gern ein bisschen was über das Material erzählen und auch so meine Ansätze, wenn es um spirituelles Malen geht. Also ich habe mich spontan für ein einfaches, ja lockeres Porträt entschieden, mit viel Wasser in Aquarell, wie man jetzt auch gleich sehen wird. Und ja, das Ganze sollte intuitiv zu schöner Musik entstehen und ist auch entstanden. Und es ist jetzt das erste Video, es folgt dann noch ein zweites, weil es hätte sonst den Rahmen gesprengt. Und für mich persönlich bedeutet Spiritualität im Alltag ja auf jeden Fall auch heilsame Musik, heilsame Literatur, aber das Ganze auch regelmäßig zu praktizieren und zu üben. Und es ist ein Übungsweg, ganz klar. Und auf meinem Schreibtisch habe ich zum Beispiel einen kleinen Altar. Und da kann ich immer wieder hingucken und ja, mich besinnen, ja, auf die wichtigen Dinge im Leben. Und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für unseren Gast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Karin hat mich gestern Morgen gefragt, ob ich etwas zur Spiritualität erzählen möchte. Ja, das möchte ich gerne. Ganz einfache Übung für euch, für dich. Beginne deinen Tag mit einem Lächeln und beende deinen Tag mit Dankbarkeit. Und dazwischen drin achte auf deine Gedanken und halte dich fern, ja, von Medien oder sozialen Netzwerken. Ach, das gilt übrigens auch für dich, Karin. Ja, was heißt es nun, beginne deinen Tag mit einem Lächeln? Ganz einfach, lächle dir zu. Ja, lächle der Kassiererin zu, wo du deine Brötchen immer holst. Schenke dem Busfahrer, auch wenn er mürrisch ist, ein Lächeln. Verbreite am Morgen ein Lächeln. Lächeln kostet nichts. Lächeln ist umsonst und eine wundervolle Übung für den Morgen, aber auch natürlich für den Abend. Ich glaube, jetzt kommt Karin nochmal. Ja, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Das macht es leichter und einfacher für andere Interessenten, das Video zu finden. Wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Ja, was meine ich nun damit? Beende deinen Tag mit Dankbarkeit. Ja, setz dich gerne 5 oder bis 10 Minuten abends mal an deinen Lieblingsplatz in deiner Wohnung, in deinem Haus und schreib mal gerne auf, für was du alles dankbar bist, warst am heutigen Tag. Es ist gerade, wenn du näher drüber nachdenkst, werden dir mit Sicherheit unglaublich viele Dinge einfallen, wofür du dankbar bist oder dankbar sein kannst. Also Dankbarkeit ist ein Pfeiler, wenn es um Spiritualität geht, wenn es um ein spirituelles Leben oder der Ansatz, um einen spirituellen Ansatz geht im Alltag. Ja, und achte auf deine Gedanken. Überprüf dich mal, wenn du jemanden triffst, den du überhaupt nicht magst, was du über diese Person denkst. Und versuch mal, einen positiven Gedanken zuzulassen. Ja, mit Karin praktizieren wir immer diese Übung, wenn sofern sie mitmacht, was nicht immer der Fall ist. Nämlich tatsächlich dann für Menschen zu beten, die sie nicht so gern mag. Eine wundervolle Übung. Probier es einfach mal aus.
Ja, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deinen Übungen und lass es uns gerne mal wissen, wie es dir damit ergangen ist. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung und ich bin gespannt auf die Rückmeldungen, wie die Empfehlungen von, ja, sie hat mir immer noch keinen Namen genannt, wie sie heißt, im Alltag funktionieren. Bei mir funktionieren sie übrigens. Also, bis nächste Woche und tschüss.